Ja, und zum herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute fahren wir International von San Francisco aus nach Stockton über Oakland. Also einmal hier quer durch. Da mir San Francisco eben, wie gesagt, eigentlich sehr gut gefällt, möchte ich hier gerne in der Gegend noch ein bisschen bleiben, hier um San Francisco, Modesto, San Jose, Santa Cruz und so weiter, um das alles ein bisschen aufzudecken. Und dann schauen wir ein andermal weiter, wie es dann vielleicht eher nach hier oben aussieht. Oder vielleicht sonst auch die anderen Teile von Kalifornien. Mal schauen. Auf jeden Fall heute mal Papi, 24.000 Pfund. Mit dem International, wie gesagt, let's beim Update this. Wurden auch die International ein bisschen upgedatet. Von innen wie auch außen. Und sieht eigentlich ganz gut aus, wie ich finde. Okay, das habe ich umgestellt, sehr gut. Dann fahren wir mal los durch San Francisco durch, aber auch nicht. Warte kurz. Oh, das sieht doch gut aus. Einmal eigentlich quer durch San Francisco durch. Let's go. Links ist. Links geht's raus. Leider immer noch am Regnen, wie in der letzten Folge. Bitte geht's gleich weiter am gleichen Tag. Turn left. Schauen, ob wir heute einen Cable Car sehen. Oder auch nicht, vielleicht. Turn left. Dem sollte gut sein, yes. Schon hier die typischen San Francisco-Häuser rechts. Get ready to turn right. Turn right. Und da geht's auch schon runter, aber hier gibt es hoffentlich nur einen Grafikbug, sonst fliegen wir gleich von der Karte runter. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen in der Beta, dass solche gravierende Grafikbugs auftreten. Hoffentlich weiß er es jetzt schon davon, sonst muss ich das vielleicht mitteilen. Mal schauen. Knapp 100 Meilen, so dass er nicht allzu lange gehen die Folge. Keep right and then turn right. Turn right. Left.
left. Soll ich echt ein bisschen mehr von draußen fahren, weil es hier alles sehr interessant aussieht. Und es ist schwierig, wenn die Maus so weit weg ist, von draußen zu fahren und gleichzeitig ernsthaft fahren die jetzt nicht, weil ich zu weit vorne stehe. Natürlich. Manchmal ein bisschen weird, die KI. Wenn wir gleich über die Bay Bridge heißt sie, glaube ich, fahren, sollten wir dann links Treasure Island sehen und auch Alcatraz. Genau da, Bay Ridge, Oakland. Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte das der Fall sein. Denn wir kamen in den Ferien in Oakland an mit dem Zug, mit dem California Sapphire, und sind dann eben über die Bay Ridge gefahren mit dem Bus. Und wurden dann mitten in San Francisco im Downtown rausgelassen. Von daher kenne ich das und zumindest diese Strecke ziemlich gut. So, ja, ziemlich gut ist übertrieben, aber ich kenne die Strecke. Da unten ist irgendwo dann andere Gebäude da drüben mit diesem Turm. Okay, Alcatraz sieht man, glaube ich, jetzt von hier nicht. Nee. Aber hier kommt Treasure Island. Diese Insel hier ist Treasure Island. Alcatraz wird dann irgendwo da hinten und dann wird auch die Golden Gate Bridge da hinten. Sorry für das ein bisschen schlecht fahren, aber es hat mich gerade interessiert, wie es hier aussieht. Und theoretisch müsste auch irgendwo. Okay, das ist wahrscheinlich hier nicht drauf. Da drüben ist der Hafen. Und der Flughafen von Oakland sollte auch irgendwo zu sehen sein. Und da haben wir das Mietauto abgeholt. Mal schauen, vielleicht fahren wir sogar vorbei. Erster Aufenthalt in Oakland. Turn right. Sieht bisher alles sehr akkurat aus. Leider nicht schönes Wetter, daher ein bisschen schlecht zu sehen alles. Sieht aber nice aus, die Gegend hier. Haben sie echt schön gemacht.
Ich glaube, der Flughafen ist noch ein bisschen weiter nach diese Richtung. Wahrscheinlich sieht man den hier gar nicht. Keep right and then turn right. Turn right. Nee, hat man jetzt nicht gesehen. Aber trotzdem, es kam mir als ein bisschen bekannt vor. War zumindest gut aus. Stocken kenne ich jetzt nicht. Von daher kann ich da nicht allzu viel zu sagen, wenn wir dann da sind. Ob es da wirklich so aussieht. Aber San Francisco und Oakland? Nice. Haben sie gut gemacht. Keep left. So. Eine sehr flache Gegend hier. Modesto. Keep left. Ne, das sollte gut sein. Ich weiß gar nicht, stimmen Updates eigentlich die Config-Datei wieder her, weil es kommt mir gerade so vor, als ob hier so wenig Autos rumfahren, dass die diese Einstellung, die ich gemacht habe, wieder geändert wurde. Muss ich mal schauen, aber könnte gut möglich sein, weil ja gerade echt wenig Autos hier rumfahren. The world's most heavy cattle. Then exit right. Okay. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Shit. Haben wir nicht geschafft. Alter. Ein bisschen sehr nah aufgefahren. Rhyme Rip. Noch 3 Meilen, dann sind die da. Erst drauf und dann stoppen. Den von 21 Städten schon besucht in Kalifornien.
sieht auch spannend aus hier. Quickmarkt. Pizzaladen, Burgerladen, Native American Jewelry. Drüben Motel. Schade. Turn right. Hier ist unser Ort schon angeschrieben, glaube ich, Moncur Vineyard. Ich soll auch immer die Papier brauchen, aber okay. Sieht ziemlich groß aus. Vielen Dank. Sehr eng die Einfahrt. Die Waage. Sieht man schon. Eine riesige Weinraffinerie, wenn man das so nennen kann. You have arrived at your destination. Mittendrin ein Pappstein. Weird spot, aber okay. Sagt er mal nicht nein dazu. Lief doch gut. Sehr schön, jetzt haben wir 76.000. Wir könnten ganz kurz mal schauen, wie teuer so Trucks sind.
LKW-Zustandsübersicht. Gut, ist jetzt in Englisch. Einfach mehr Sterne, desto besser. Dauerhafter Verschleiß. Ein Teilverschleiß. Was möchte ich überhaupt denn kaufen? Wahrscheinlich ein Kenworth. Ein Volvo. Western Star gibt es noch nicht. International. Freightliner 101.000. Mac Anthem. Auch ziemlich teuer. Ein Volvo Vineo 26.000, aber bloß ein Stern, von daher ziemlich schlecht. Die billigsten gehen so von 60.000, 80.000. Eher 80.000, würde ich sagen. Müssen wir noch ein bisschen sparen, aber nicht mehr viel. Und ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge vom American Truck Simulator. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.